Guten Tag zum Sonntagsvideo. Ich bin der Callcenter Crusher. Heute geht es um eine Firma, die sich Fusion Lots nennt. Zerlegen wir doch mal deren Namen. Eine Fusion ist im Grundsatz eine Verschmelzung. Das kann unternehmenspolitisch die Verschmelzung mehrerer Firmen oder biologisch die Verschmelzung von Zellen oder Chromosomen sein. Der Wert eines Lots wird von einer Börse oder einem marktähnlichen Regulator festgelegt und entspricht für gewöhnlich der minimalen Anzahl und Einheiten eines bestimmten Finanzinstruments, welche gekauft werden können. Minimal ist, und so viel darf ich schon spoilern, die geistige Fähigkeit der Mitarbeiter dieser Firma. Und nun kommt das Intro und danach geht's los mit dem Spaß. Ja, hallo. Hallo, schönen guten Tag. Ich heiße Evelyn. Ich rufe Sie von einer internationalen Investmentgesellschaft an. Sie haben Ihre Daten an unserer Plattform hingelassen. Ja, und? Ja, es geht um den Handel auf dem Finanzmarkt und meine Aufgabe ist, Ihnen bei der Aktivierung Ihres Handelskontos zu helfen und darüber informieren, wie alles funktioniert. Ja, dann informieren Sie mal. Ja, so. Sie können an unserer Plattform handeln mit Kryptowährungen, mit Aktien, mit Rohstoffen, mit Indexes und so weiter und so fort. So, unsere Plattform handelt mit einer künstlichen Intelligenz oder einem Robot, wir können sagen. Diese künstliche Intelligenz ist für zusätzliches Einkommen. Dieser Robot handelt vollautomatisch und konservativ. Das ist eine sehr gute Möglichkeit für sie Geld zu verdienen. Auch wir haben eine Stop-Loss-Funktion, das bedeutet Begrenzung ihres Risikos. Dieser Roboter eröffnet und schließt Trades selbstständig. Sie müssen nichts machen. Diese künstliche Intelligenz immer hilft, sie Geld zu verdienen. Und wenn die Preise sinken, dieser Roboter diese Trade automatisch schließen. Und wir haben auch Möglichkeiten, mit Finanzexperten zu arbeiten, nicht nur mit künstlicher Intelligenz, sondern auch mit Finanzexperten. Diese Leute haben Erfahrung mehr als 7 Jahre in diesem Beruf, so sie können nach ihrer Account-Aktivation und erste Investition mit diesen Versprechen ihre Ziele besprochen, ihre Möglichkeiten, ihre Wünsche im Trading und alles war, was mit Handeln Sie möchten wissen. Konzentrieren Sie sich bitte. Wie bitte? Sie sollten sich vielleicht ein bisschen konzentrieren. Sie stammeln so ein wenig. Machen Sie das den ersten Tag? Nein, nein. Okay, gut. Wie war Ihr Name doch gleich bitte? Evelyn Holz. Ja, Frau Holz, was Sie noch nicht gesagt haben, von welcher Firma Sie anrufen? Ja, genau. Unsere Plattform heißt Fusion Lots. Mhm. Das ja? Fusion Lots? Da hatte ich mich ja irgendwie gar nicht angemeldet. Ja. Das wäre mir neu. Ja, Sie vielleicht haben im Internet eine Werbung gesehen und da haben Sie sich interessiert im Handel und Ihre Daten hinterlassen. Ja, aber Sie müssen doch dann wissen, wo habe ich das dann gesehen? Weil haben Sie viele Werbung im Internet? Ja, und wo haben Sie diese Werbung gesehen? Ja, das frage ich Sie ja gerade, weil wenn Sie mich anrufen, müssen Sie ja wissen, wo ich meine Daten hinterlassen habe. Wo habe ich die denn hinterlassen? Weil bei Ihrer Firma habe ich mich nicht registriert. Sie können diese Werbung in Google, in Amazon, im Instagram, in Facebook sehen. Da gibt es viele Möglichkeiten und viele Apps, Plätze, wo Sie können diese Werbung sehen. Ach, und wenn man, egal im Internet, wenn man eine Werbung sieht und seine Daten anträgt, rufen Sie einen an. Sie können interessieren Sie im Handel. So, Sie können suchen
eine Plattform und unsere Plattform auch finden und dann Ihre Daten. Ich habe Ihre Plattform ja gar nicht gesucht. Ich habe mich ja wo ganz anders eingetragen. Warum rufen Sie mich dann jetzt an? Aber ich sehe, Sie haben Ihre Daten an unserer Plattform hinterlassen. Nee. Und dann, das ist meine Arbeit, Sie zu anrufen und informieren und helfen. Nee, so ist es. Sind Sie Jugendsmann Martin? Ja, schon. Aber ich habe meine Daten bei immediateewave.com eingegeben und nicht bei Fusion irgendwas. Sie können auch diese Werbung im eBay sehen und dann, wenn Sie diese Werbung sehen, Sie denken, es ist eine gute Möglichkeit, Geld zu verdienen und dann Ihre Daten hinterlassen. Ich glaube, Sie missverstehen und mich. Und jetzt rufe ich Sie an. Ja, und ich glaube, Sie missverstehen. Sie sprechen sehr schlecht Deutsch. Ich versuche es nochmal auf deutlich. Wenn ich eine Werbung im Internet sehe, egal was, und meine Daten da eintrage, dann rufen Sie mich an. Wie ist diese Werbung denn mit Ihnen verknüpft, dass Sie mich anrufen dürfen? Sie haben Ihre Daten hinterlassen. Ja, aber ich nicht sehe, auf Ihrer Plattform. Ihrer Plattform. Ich sehe Ihre Daten in unserem System. Und dann, es ist meine Arbeit, Sie zu anrufen und Sie informieren über unsere Plattform, über unser Handelssystem. Ja, das ist eine schöne. Und helfen Ihnen, Ihre Account aktivieren. Ja, das ist ja eine schöne Antwort, aber nicht auf meine Frage. Ich habe gesagt, ich habe mich nicht bei Ihrer Plattform registriert, sondern ich habe mich bei, wie hieß es doch gleich? Augenblick, muss ich genau gucken, in meinem Verlauf. Ich habe mich angemeldet bei immediateewave.com. Warum rufen Sie mich dann an? Ich rufe Sie an, deswegen habe ich Ihre Daten. Ja, woher haben Sie denn meine Daten? Ich weiß nicht. Ich habe Ach, Sie wissen nicht, woher Sie meine Daten haben? Sie als meine Kunden erhalten. Bitte was? Von unserer Marke. Ich habe Sie als mein Kunde erhalten. Ja, woher? Von unserer Marketingabteilung. Ja, woher? Von Ihrer Marketingabteilung? Ja. Ja, gut. Und wie heißt Ihre Marketingabteilung? Weil ich habe mich auf Ihrer Plattform, ich habe mich auf Ihrer Plattform gar nicht angemeldet. Warum rufen Sie mich dann an? Woher hatten Ihre Marketingabteilung dann meine Daten? Sie haben Ihre Daten selbst hinterlassen. Ja, aber nicht bei Ihrer Plattform. Sie haben Ihre Daten selbst hinterlassen. Ja, aber nicht bei Ihrer Plattform. Marketingabteilung hat Ihre Daten. Woher? Woher hat die Marketingabteilung... Ihre Personal-Account-Manager. Ja, woher hat die Marketingabteilung meine Daten? Sie haben selbst diese Daten... Aber nicht... Ich glaube, Sie haben so... Sie verstehen nicht so richtig. Ich habe mich bei Immediate Wave angemeldet und nicht bei Ihrer Plattform. Woher hat Ihre Marketingabteilung dann meine Daten bekommen? Ich weiß nicht. Ja, das müssen dann fragen Sie bei der Marketingabteilung. Dann fragen Sie bitte bei der Marketingabteilung. Lassen Sie mich bitte ausreden. Sie haben meine Daten bekommen. Dann fragen Sie bitte bei der Marketingabteilung nach, woher die Marketingabteilung meine Daten bekommen hat. Weil ich habe mich nicht auf Ihrer Plattform angemeldet, sondern bei immediatewave.com. So, jetzt können Sie bitte antworten und nachfragen. Ich kann nur sagen, dass Sie habe selbst Ihre Daten hinterlassen. Fehlt es Ihnen ein bisschen an Verständnis? Sie verstehen es wahrscheinlich intellektuell nicht so richtig. Ich habe mich nicht auf Ihrer Plattform angemeldet. Ich verstehe sehr gut intellektuell, was haben Sie gesagt. Ja, was habe ich denn gesagt? Wiederholen Sie mal.
Ich verstehe sehr gut. Ja, dann wiederholen Sie es bitte mal. Was haben Sie gesagt? Und dann wiederholen Sie es bitte mal. Normal, dass Sie sagen. Wiederholen Sie es bitte mal, wenn Sie es verstanden haben. Wenn Sie möchten, Ihre Daten hinterlassen. Wiederholen Sie es bitte mal, was Sie verstanden haben. Wo hinterlassen Sie Ihre Daten? Sie haben gesagt, Sie haben es verstanden, dann wiederholen Sie bitte mal, was ich gesagt habe. Ich möchte nie sagen. Sie haben es also nicht Sie verstanden. Haben gesagt. Dann haben Sie es also intellektuell doch ich nicht habe verstanden. Gut verstanden. Ja, dann Problem. Wiederholen Sie es doch ganz Kein einfach. Problem. Ja, dann wiederholen Sie es, ist doch ganz einfach. Wiederholen Sie einfach, was ich gesagt habe. Kann ja nicht so schwer sein. Sie haben es doch intellektuell nicht verstanden. Diese schlechte Wörter sagen. Was denn für schlechte Wörter? Ich habe nicht ein schlechtes Wort gesagt. Sie haben also gar nichts verstanden. Welches schlechte Wort habe ich denn gesagt? Ich sage Sie nicht, dass Sie haben nicht viele Welches schlechte Wort habe ich denn gesagt? Wo habe ich Sie denn beleidigt? Welches Wort habe ich denn gesagt, was Sie beleidigt? Ich möchte nicht mit Ihnen mehr sprechen. Dann bitte sehen Sie, wo haben Sie, Sie haben mich also doch nicht verstanden. Wenn Sie, Sie haben mich also doch nicht verstanden. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend. Ich Ihnen nicht. Viel Spaß. Ich Ihnen Ciao. Nicht. Jo, moin. Jo, moin. Hallo. Jo, hallo. Mein Name ist Daniela Franke und ich rufe Sie vom Handelsplattform Fusion Lots an. Wie wollen Sie denn sprechen? Ich möchte mit dem Herrn Martin Jürgensmann sprechen. Jo, das bin ich, jo. Okay, also. Mein Name ist Daniela Franke und ich bin Ihre Kundenbetreuerin von Fusion Lots. Also, am 8. Februar haben Sie bei uns Ihre persönlichen Daten hinterlassen. Stimmt das? Jo, das kann sein. Ich weiß nicht mehr, was das war. Es geht um Handel mit Kryptowährungen, Rohstoff, Aktien, Anleihen und so weiter. Sagen Sie bitte, ob Sie bereits Erfahrung im Handel haben oder es Ihr erstes Mal. Jo, ich verkaufe eine ganze Menge Sachen auf eBay und so. Ich rufe Sie nur erstmal an. Jo, und Sie haben mich gefragt, ob ich Erfahrung im Handel habe. Jo, habe ich. Ich verkaufe viele Dinge bei eBay. Auf welche Weise haben Sie schon gehandelt? Das habe ich Ihnen gerade gesagt. Ich habe viele Dinge bei eBay verkauft. Allein oder mit automatischem System oder mit Hilfe von Finanzexperten? Wenn man was bei eBay verkauft, dann macht man das alleine, ja. Mhm. Sind Sie zufrieden mit dem Gewinn? Jo, alles, was ich verkaufen wollte, habe ich auch verkauft. Meine Fernseher. Sehr gut. Meine Möbel. Ja, sehr gut. Es ist ein bisschen komisch. Was ist daran komisch? Alles, was Sie gesagt haben. Ach so, das ist komisch. Was ist denn daran komisch? Ja. Nein. Was denn nun? Was ist denn daran komisch? Ich kann Stimme, seriöse und unseriöse Mann erkennen. Ich verstehe, dass Sie kein Interesse im Handel haben. Nö, habe ich nicht, habe ich doch, ja. Aber ich glaube, dass Sie dann unseriös sind, oder? Nein, nein. Ja, Sie sind nicht seriöser Mann. Nee, Sie sind nicht seriös. Nein. Ja, richtig, Sie sind nicht seriös, habe ich doch gesagt. Sehen Sie, ich verstehe alles. Dass Sie kein Interesse daran das zu hab haben. Das habe ich gar nicht gesagt. Und wann habe ich das denn gesagt? Sie lachen nur. Sie ich lache lachen überhaupt nur. Nicht. Ich lache überhaupt nicht. Wann habe ich Sie gesagt, hören mich hey, nicht. Wann habe ich gesagt, dass ich kein Interesse habe?
Wann habe ich das gesagt? Es ist ein bisschen komisch von Ihrer Seite. Ja, Sie sind sehr komisch, das ist wahr. Gehört habe. Sie sind sehr komisch, ja, das ist wahr. Ich kann auch lachen. Ja, ich habe ja nie gelacht. Ich habe nicht gelacht. Sie sind die Einzige, die hier lacht. Sehen Sie, Handel kann von Kryptowährungen, Rohstoff, Aktien, Anleihen sein. Ja, Sie haben nur gefragt, also aber Handel, was Sie meinen, ist Finanzhandel. Sie haben nur nach Handel gefragt. Ja, es geht um Lassen Sie mich bitte ausreden, wenn Sie Fragen stellen. Dann kann ich gerne antworten, aber wenn Sie mich nicht ausreden lassen, dann macht das keinen Sinn. Handel im Allgemeinen ist der Verkauf von Waren. Zum Beispiel Fernseher, Möbel und so weiter. Lassen Sie mich bitte ausreden. Ja, aber auf unserer Plattform geht es um Kryptowährungen, Rohstoff, Aktien, Anleihen. Ja, das hatten Sie aber nicht. Sie können auch verschiedene Währungen kaufen und verkaufen. Sie hat nur gefragt nach Handel. Und ich handle bereits. Wissen Sie, wie der Handel funktioniert? Natürlich, ich habe jede Menge Sachen bei eBay verkauft. Das sage ich doch die ganze Zeit. Verstehen Sie schlecht Deutsch? Ich verstehe sehr gut Deutsch. Ja, gut. Wenn der Preis auf verschiedene Währungen, Kryptowährungen, Rohstoff, Aktien, Anleihen und Sie so weiter fällt, unser Augenblick, System Augenblick, wir reden von zwei verschiedenen Dingen. Sie reden vom Finanzmarkt und ich rede vom Handel. Ja, es Sie haben es nicht geht gesagt, um Finanzmarkt, dass es um Finanzmarkt auch um Handel. Ja, aber Sie haben nicht gesagt, dass es um den Finanzmarkt geht. Sie haben nur gesagt, dass ob ich Erfahrung mit dem Handel habe. Ja, habe ich. Ich habe Ihnen gesagt, dass um Handel mit Kryptowährungen, Rohstoff, Aktien, Anleihen gesagt. Das haben Sie erst später am gesagt. Am Anfang unserer Gespräche haben Sie gefragt, ob ich Erfahrung mit dem Handel habe. Ja, habe ich. Aber ich habe nicht von Krypto gesprochen. Ich habe von eBay gesprochen. Da war Ihre Frage also schon völlig falsch gestellt. Aber am Anfang unserer Gespräche habe ich um Handel mit Kryptowährungen, Rohstoff, Aktien, Anleihen gedacht. Haben Sie nicht gesagt? Sie haben mich nicht gut verstanden. Nein, Sie haben es nicht gesagt. Sie haben nein, ich Lassen habe Sie mich doch bitte gesagt. Mal ausreden. Ist es bei Ihnen Usus, dass Sie Ihre Kunden unterbrechen? Sind Sie ein wenig dumm? Nein. Das hört sich ich kann aber auch lachen wie Sie. Ja, ich habe das erste Mal gelacht. Vorher haben nur Sie gelacht. Nein, Sie haben so viel mal gelacht. Ich kann auch lachen. Ich weiß nicht, was Sie gehört haben. Sie haben wahrscheinlich irgendwie einen Tumor im Kopf, dass Sie andere Leute lachen hören. Ich habe nicht einmal gelacht. Jetzt gerade, das erste Mal. Okay. Okay. Alles ist klar. Okay. Okay, gut. Das ist so alles klar. Und es geht um Handel mit Kryptowährungen, Rohstoff, Aktien, Anleihen. Und Sie haben Möglichkeit, jeden Monat passives Einkommen zu erzielen. Bitte, was? Versteht Ihr Deutsch sehr schlecht? Nein, Sie verstehen sehr schlecht Deutsch. Nein, ich spreche reines Deutsch. Was Sie sprechen, woher kommen Sie denn, wenn Sie so schlecht Deutsch sprechen? Nein, ich spreche da gut Deutsch. Nein, das tun Sie nicht. Nein. Ja, Sie sind keine Deutsche. Und Sie sprechen Sie sehr schlecht Deutsch. Deutsch. Ich spreche schlechtes Deutsch. Ich habe keine Lust und keine Zeit, weiter Gespräch zu führen. Sie haben kein Interesse daran zu haben. Das habe ich nie gesagt. Wann habe ich das gesagt? Beantworten Sie bitte meine Frage. Ich habe es doch gar nicht gesagt. Sie können doch gar nicht verstehen, was ich gar nicht gesagt habe. Haben Sie einen Tumor im Kopf? Nein, ich bin nicht so.
Ich habe es verstanden aus Ihrer Erzählung. Ich habe es aber noch gar nicht gesagt. Wie haben Sie etwas verstanden, was ich gar nicht gesagt habe? Sie haben etwas dumm gesagt. Ich habe etwas dumm gesagt. So geht man bei Ihrer Firma mit Kunden um. Sie verstehen kein Deutsch, also, Sie hören nicht richtig und der Kunde ist dumm. Nein, ich verstehe sehr gut Deutsch. Nee, nein, aber Sie hören es gar nicht. Ich weiß nicht, was bei Ihnen im Kopf los ist. Ich höre Sie. Sie hören Sachen, die ich gar nicht gesagt habe. Wann habe ich gesagt, dass ich kein Interesse habe? Wann habe ich das gesagt? Sie haben gelacht. Deshalb habe ich Sie verstanden, dass Sie kein Interesse haben. Ich habe nicht gelacht. Sie haben gelacht. Nein, Sie haben gelacht. Nee, aber ist ja kein Problem. Ich kann ja diese Aufnahme mir anhören, wer wann zuerst gelacht hat und wann ich gelacht habe. Ich habe es ja aufgenommen. Sie haben selbstständig Ihre persönlichen Daten bei uns hinterlassen. Deshalb habe ich Sie angerufen. Wenn ich erste Worte über Handel gesagt habe, Sie haben gelacht. Nein, warum habe ich Sie gelacht? Soll ich die Aufnahme mal zurückspulen, dann können Sie es sich selber anhören. Sie haben gelacht, ich habe nicht gelacht. Nein, Sie haben gelacht. Ja, ich habe, ist ja kein Problem. YouTube wird das sehen. Und die Leute, die mich bei YouTube folgen, die werden sehen, dass Sie gelacht haben und nicht ich. Wenn Sie Interesse im Handel haben, wir können weiter unser Gespräch führen. Ja, wenn das so weitergeht mit so schlechtem Deutsch, was bieten Sie denn nun an? Okay, also, ich kann Sie später anrufen. Warum? Sag mir bitte, wann werden Sie erreichbar? Ich bin jetzt erreichbar. Jetzt? Ich habe jetzt Besprechung. Sie haben jetzt, Sie rufen mich trinken. An, obwohl Sie eine Besprechung haben. Merken Sie gar nicht, wie dumm Sie sind? Sie rufen mich an, obwohl Sie keinen Termin haben, eine Besprechung haben. Warum rufen Sie mich dann an? Wir können einen Termin machen. Nein, ich möchte mit Ihnen keinen Termin machen. Ihr habt es ja nun gehört. Sie hätte in der Begrüßung vom Finanzhandel gesprochen, obwohl sie nur vom Handel gesprochen hat. Ihr perfektes Deutsch war so schlecht, dass sie nicht mal verstanden hat, dass ich von eBay gesprochen habe. Sie muss einen Tumor im Kopf haben, dass sie mich zu Beginn lachen hörte. Das müssen doch Wahnvorstellungen sein, fernab von jeglicher Realität. Warten wir ab, was die Fusionsfuzzis im nächsten Telefonat zurecht fantasieren. Guten Tag. Guten Tag, spreche ich mit Martin Jürgensmann. Jürgensmann, ja. Ja, entschuldige. Also, Sie haben bei Immediate Wave anmelden, stimmt das? Bitte, was habe ich gemacht? Bei Immediate Wave angemeldet. Das sagt mir nichts. Das sagt mir irgendwie gar nichts. Wie heißt diese Firma? Also, ich stelle eine internationale Investmentsgesellschaft Fusion Lots. Bitte? Ich verstehe Sie leider schlecht. Fusion Lots. Ja. Ich probiere nochmal. Ich stelle eine internationale Investmentgesellschaft Fusion Lots. Ja, okay. Das ist ein Firma, das mit Finanzmarkt arbeiten. Ja. Haben Sie Interesse? Wie interessant, was denn? Sie stellen eine Firma, oder wie? Ja, es ist eine Investmentgesellschaft. Also, haben Sie Interesse im Handel? Im Handel? Ja, handeln tue ich grundsätzlich, aber Sie meinen Investment, oder was? Sie müssen sich mal ein bisschen klarer ausdrücken. Ich möchte mehr über mein Ziel
sehen. Also meine Aufgabe ist, Sie informieren über wichtigste Vorteile und Optionen unseres Systems und Sie zu unserem Konto auszuführen. Für Sie können mit unserer Plattform arbeiten. Sie möchten mehr Ihr Ziel sehen? Das verstehe ich nicht ganz. Also, vielleicht möchten Sie mit dem Finanzmarkt arbeiten? Vielleicht haben Sie einige Erfahrungen in das? Oder? Ja, natürlich arbeite ich gerne mit dem Finanzmarkt zusammen, aber momentan ist mir noch nicht ganz klar, was Sie genau wollen jetzt. Sie drücken, Sie drücken sich sehr umständlich aus und haben eine sehr schlechte Aussprache. Also vielleicht ich kann Sie alles erzählen und dann Sie kann denken, ob es interessiert Sie oder nicht. Ja, dann erzählen Sie mal. Also, unser System ist ein automatisches System. Mit diesem System Sie kann Geld verdienen und es besteht aus zwei Teilen, Hauptteilen, zwei Komponenten. Also es ist Finanzexperten und Finanzexperten kann Sie konsultieren und Informationen aus Finanzmarkt geben. Und Roboten kann Finanzmarkt analysieren. Was ist denn bitte ein Roboten? Also Roboten ist ein Algorithmus, der Trades basiert. Und sie kann Formen automatisch öffnen und schließen. Also mit diesen Robotern sie kann nicht Geld losen, weil wenn sie Aktionen fall seien, sie automatisch schließen. Haben Sie jemanden, der Deutsch spricht? Sie sprechen ja. Ja, gut, dann geben Sie mir denjenigen bitte mal. Ihr Deutsch ist nicht zu verstehen. Weil irgendetwas losen, losen, verlosen, ist das eine Lotterie oder was ist das? Ja, hallo, guten Tag. Guten Tag. Das ist Thomas Brandt und spreche ich mit Herrn Jürgensmann, ja? Ja, das ist richtig. So, sagen Sie bitte, können Sie bitte nochmal diese Frage sagen? Ja, ich habe Ihre Kollegin nicht verstanden, weil die sehr schlecht Deutsch spricht. Sie sagte etwas, man könne etwas losen. Ist das eine Verlosung oder was ist das? Sehen Sie, meinen Sie dieses automatische System? Nee, ich weiß, das habe ich ja gar nicht verstanden, was Ihre Kollegin gesagt hat. Sie hat nur gesagt, Sie können etwas nicht losen. Ist das eine Verlosung, ist das eine Lotterie oder was soll das sein? Nein, das Handelplattform. Wir haben automatische Systeme und kürzlich sagen, das ist ein Roboter mit künstlicher Intelligenz. Und Sie müssen nicht etwas tun, Sie müssen nur sehen. Und wenn Sie das möchten, Sie können Ihr Gewinn zurückbekommen. Dieser Roboter analysiert zunächst den Finanzmarkt und wählt dann aus, was Sie kaufen. Hallo, ein Gewinn. Ja, Gewinn heißt also, dass ich irgendwo eine Verlosung mitmache, oder was? Dieser Roboter analysiert zunächst den nein, das ist keine Lotterie, so sehen Sie sie. Sie sollen zuerst diese Investition machen und dann Sie können mit unserem automatischen System und auch Finanzexperten arbeiten. Unser automatisches System wählt alles die Besten für Sie aus, damit Sie mehr verdienen können. So, Sie müssen zuerst diese Investition machen. Wir haben so verschiedene Zahlungspakete, das ist 250 Euro, das ist unsere minimaltechnische Summe. Sie können diese technische Summe investieren und dann der Handel beginnt. Was ist denn eine technische Summe? Das ist Minimalsumme. Ja, das hat ja nichts mit technischer Summe zu tun. Was ist denn eine technische Summe? 250 Euro. Also eine Summe, nicht eine technische Summe? Ja. Gut, okay, weil Sie sagten technische Summe. Ja, unsere Minimalsumme, das ist 250 Euro.
Sie können diese 250 Euro investieren und dann Sie haben die Möglichkeit, jeden Monat 40% an Ihren Investitionen zu verdienen. Jeden Monat. Sie sollen nur einmal diese Investition machen und dann Sie können handeln in unserer Plattform. Ja. Es wird alles automatisch. Ja. Auch wenn Sie keine Erfahrung haben, wenn Sie vielleicht ein bisschen Angst haben, wir haben also Probewoche. Das ist ein bisschen dieselbe wie Demokonto, aber was bedeutet diese Probewoche? Das bedeutet, dass Sie nach Ihrer Einzahlung ein Bonuskonto erhalten, 100% Bonus von unserem Unternehmen. Und eine ganze Woche lang können Sie beobachten, wie das automatische System funktioniert, nur mit diesem Bonus. Ihr Geld wird nicht verwendet. Nach Ablauf dieser Woche können Sie das Ergebnis sehen. Wenn es Ihnen gefällt und Sie weiterhin Geld verdienen möchten, wird das automatische System mit Ihrem Geld arbeiten, auch mit diesem Bonus und für Sie verdienen. Wenn es Ihnen nicht gefällt, Sie können Ihr Geld sofort zurückbekommen. Ganz genau, dass diese Entscheidung liegt ganz bei Ihnen. So, ich kann Ihnen jetzt zeigen, wie Sie Ihr Geld auszahlen können. Mal Augenblick mal bitte. Sie reden in einem Fort. Mhm. Sie sagten, es ist so etwas wie ein Demokonto. Eine Probewoche. Ein bisschen dieselbe wie Demokonto, ja, aber... Ja gut, warum muss ich dann etwas einzahlen? Ein Demokonto? Bei einem Demokonto muss ich doch nichts einzahlen. Ja, ich habe Ihnen gesagt, dass das ein bisschen wie Demokonto, aber das ist nicht Demokonto, das ist Probewoche. Sie sollen zuerst diese Minimalsumme einzahlen, 250 Euro, und dann, Sie bekommen auch 250 Euro als Bonus von unserem Unternehmen. Und Sie können mit diesem Bonus handeln. Ja gut, dann handle ich erstmal mit dem aber Bonus, nur eine kein Problem. Dann machen wir das jetzt, mal. Ich kann Ihnen zeigen, wie Sie Ihr Geld auszahlen können. In unserer Plattform. Auszahlen? Erstmal. Okay. Ja gut, dann zeigen Sie mir, wie man Geld auszahlen kann. So, jetzt öffnen Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse. Ja, kann ich aufmachen. Warten Sie bitte einen Moment. Ihre Mailadresse ist martin.jugendsmann@mailbox.org, ja? Das ist richtig. Okay, so jetzt Sie sollen einen Brief von Erin Adamson bekommen. Warten Sie bitte einen Moment. So, Moment. Dieser Brief heißt Login Anleitung. So, ich habe schon gesendet. Prüfen Sie bitte Ihren Posteingang und Sie sollen einen Brief von Erin Adamson bekommen. Ja, ist noch keine E-Mail da. Ja, so warten wir ein paar Minuten. Ja, gut, okay. Wenn die E-Mail kommt, eine Frage, so... Bekommen Sie, ja? Ja, jetzt ist sie gerade gekommen, ja. Okay, so öffnen Sie bitte diesen Brief und dann drücken Sie zuerst auf diese Taste Login. Und sagen Sie bitte, was benutzen Sie jetzt? Handy, Laptop oder PC? Ich benutze einen Computer, aber ich möchte ja erstmal ein bisschen was über Ihre Firma wissen. Das heißt, diese Firma heißt... Okay, okay. Lassen Sie mich doch bitte mal ausreden. Fusion Lot, genau. Lassen Sie mich doch bitte mal ausreden. Sie unterbrechen mich permanent. Diese Seite heißt fusionlots.com. Genau, genau. Ah ja, gut. Augenblick, da muss ich da... Sie können zum Beispiel Google öffnen, dann fusionlots.com schreiben und dann Sie können auch unsere Hauptwebsite sehen, auch unsere Lizenz, wenn Sie das möchten. Und so weiter. Ja, ich schau da mal. Ja, ich habe es jetzt eingegeben. So, Fusion Lots. Oh, so, jetzt sehe ich das. Gut. So, dann schauen wir doch mal. So, ich frage mich, also Sie sind eine Trading-Plattform, ja? Mhm, ja, genau, genau.
Und wo ist dieser Sitz, der Sitz dieser Trading-Plattform? So, sagen Sie mir, was sehen Sie jetzt für den Bildschirm? Sehen Sie diese Ich Frau mit sehe Laptop? Ihre Plattform. Aha. Und sehen Sie oben rechts ein Taste einloggen? Ich möchte ja erstmal ein bisschen was sehen auf Ihrer Webseite. Ich möchte mich ja noch nicht einloggen. Ich möchte ja erstmal ein bisschen etwas wissen. Ja, genau, aber Sie sollen zuerst einloggen und Nein, dann Sie können ich möchte mich erst einloggen, wenn ich sicher bin, dass ich mit Ihnen handeln möchte. Okay. Aber wissen Sie, Sie sollen zuerst einloggen, weil Sie können nicht sehen, wie Sie Ihr Geld auszahlen können. Sie sollen Ja, zuerst einloggen. ich muss ja erstmal noch gar nicht wissen, wie ich auszahlen kann, bevor ich weiß, ob ich überhaupt mit Ihnen handeln möchte. Okay, kein Problem. So, machen wir dann so. Können Sie bitte Google öffnen? Wieso soll ich Google öffnen? Ich möchte Ihnen unsere Lizenz zeigen. Ja, sie sagt, dass die steht doch auf ihrer Seite, ne? Genau, aber Wo das ist steht sie unsere denn? Plattform. Sehen Sie das Diagramm? Ich sehe welches Diagramm. Ich bin auf ihrer Webseite Okay. Fusion Lots. Ja, das ist unsere Plattform, aber unsere Website heißt auch Fusion Lots und dort steht unsere Lizenz. Sie sollen Fusion Lots Wo in Google schreiben steht in denn auf Google. Ihrer Webseite fusionlots.com Ihre Lizenz? Wo steht die denn? Dann öffnen Sie bitte Google, schreiben Sie fusionlots.com und dann ich kann Ihnen zeigen, wo Ich unsere bin, Lizenz ist. verstehen Sie mich nicht, ich bin auf Ihrer Webseite fusionlots.com. Wo steht die Lizenz auf Ihrer Webseite? Und sehen Sie jetzt auf Ihrem Bildschirm, Welcome to Fusion Lots, eine Frau mit Laptop. Richtig, genau. Das sagte ich Ah, bereits. okay. Dann scrollen Sie ein bisschen unten. Ja, bis wohin? Und dann Sie sollen ein Taste Red More sehen. Was sehen? Red More. Red Moor? Read More. Ja, Ach, das Read in Moor, Englisch. nicht Red. Sie sprechen nicht gut Englisch, ne? Ja, genau, drücken Sie auf Read More. Ich habe Seymour. Ah ja. Und ein bisschen unten von Simo, ja, Ritmo. Ja. Und Sie sollen dort, Sie können dort. Ich verstehe Sie nicht. Sie haben eine sehr schlechte Verbindung. Von wo aus rufen Sie Drücken denn an? Sie diese Taste, Ritmo. Von wo aus rufen Sie denn an, bitte? Wie bitte? Sie haben eine sehr schlechte Telefonverbindung. Von wo aus rufen Sie denn an? Okay, ich rufe Sie zurück in einer Minute. Bitte? Ich rufe Sie zurück in einer Minute. Okay. Ja, bitte. Ja, das nochmal Thomas. So, jetzt hören Sie mich besser? Ja, muss man sehen. Okay. So, sagen Sie bitte, haben Sie auf diese Taschen. Sie haben immer noch eine sehr schlechte, aber Telefonverbindung. Aber okay. Nochmal die Frage: Von wo aus rufen Sie denn jetzt an? Haben Sie auf diese Taste Red More gedrückt? Hallo, haben Sie meine Frage verstanden? Ja. Ja, dann bitte beantworten. Okay, dann können Sie bitte nochmal Haben Sie also das nicht wiederholen. verstanden? Ich habe Sie gefragt, von wo Ein aus Sie bisschen, ja. denn jetzt anrufen? Ich rufe Sie von Österreich an. Ach, Sie sind eine österreichische Firma? Ja, genau. Wir sind auch im England, in London, auch in Singapur. Also Sie können das auch in unserer Plattform sehen. sind Sie eine österreichische Firma? Ja, genau. Okay, gut. Sagen Sie bitte, was sehen Sie jetzt für den Bildschirm? Soll ich Ihnen Ihre eigenen Webseiten vorlesen? Das ist doch albern. Das ist doch albern. Und sehen Sie, haben Sie schon unsere Lizenz Ich sehe hier, gesehen? ich bin auf der Webseite
CryptoAssetsControl.com. Das ist ja irgendwie nicht Ihre Webseite. Wo haben Sie denn... Das ist eine... unsere Lizenz. Gut, das okay. ist unsere Lizenz. Gut, okay. Wie erfahren ist Ihre Firma denn? Wie lange ist Ihre Firma mit diesem Portal denn schon am Markt? 8 Jahre. 8 Jahre? Ja. Okay, gut, okay. So, und Sie sind ja eine Firma für Finanzdienstleistungen. Sie haben eine Lizenz. Von wo ist denn, wer lizenziert Sie denn? Das ist hier nicht zu sehen. So, können Sie bitte das nochmal wiederholen? Sie sprechen auch nicht schlechter, besser Deutsch als Ihre Kollegin. Welche Behörde lizenziert Sie? Das steht nicht auf dem Zertifikat. Welche? Ja, das war das, aber wissen Sie, ich muss nicht das wissen, so, weil ich bin nur Kunde. Dann, wie bitte? Aber ich muss das wissen, bevor ich irgendwas mit Ihrer Firma mache, muss ich erstmal wissen, wer Sie lizenziert. Dann geben Sie mich bitte an jemanden weiter, der mir das beantworten kann. Moment. Hallo. So, sagen Sie bitte nochmal, was sehen Sie jetzt auf Ihrem Bildschirm? Sehen Sie jetzt Certificate of Membership, das Document Certificate Set? Hatten Sie meine Frage verstanden? Ja, ich habe das verstanden. So. Gut, dann beantworten Sie aber bitte. Aber sehen Sie, dann sagen Sie bitte zuerst, was sehen Sie auf Ihrem Bildschirm? Ich bin auf der Seite CryptoAssetsControl.com, Companies Fusion Lots. Okay. So, okay, und sehen Sie bitte, jetzt beantworten Sie bitte meine Frage. Welche Behörde reguliert Sie? Das ist nicht zu sehen. CryptoAssetsControl. Sie sehen, ja, Sie können das prüfen. Das ist ja keine Behörde. Das ist ja keine Behörde. Sehen Sie, dort steht has successfully passed all checks of CryptoAssetsControl. Das ist ja keine Behörde, sagte ich gerade. Hallo. So, CryptoAssetsControl, das ist der Name von Behörde. Nein, es ist keine Behörde. In welchem Land sitzt diese Behörde denn? Hallo. Ist Ihr Telefon kaputt? Ja, ich höre Sie. Warten Sie bitte einen Moment. Ja, dann sagen Sie doch was. Das ist eine internationale Behörde. So, Sie können das auch unseren Zertifikatnummer sehen. Ja, ganz unten in unserer Liste. Sie sagen, Sie sind eine Firma aus Österreich, richtig? Ja. Das heißt, Sie müssen dann von Österreich reguliert werden. So, wir sind auch in England, in Singapur, auch in Österreich. Ja, also wo sind Sie denn nun, wo ist der Hauptsitz dieser Firma? Das ist in Singapur. In Singapur. Gut, ja. Okay. Aber dieses CAC ist ja nun keine Behörde. Das ist von CryptoAssetsControl. Das ist eine internationale Behörde. Singapur. Na, dann schauen wir doch mal ein bisschen. Also das ist so... Dann müssen wir doch mal ein bisschen schauen, so. Singapur ist doch China, oder? Hallo? Kannst du mir das wiederholen? Warum hören Sie denn nicht zu einfach? Was? Können Sie mir das nochmal sagen? Das ist nicht in China. Nee, in welchem Land liegt das denn? Singapur? Ja.
Ich oder was? Was meinen Sie? Ich habe gefragt, in welchem Land liegt denn Singapur? Singapur, das Land. Ja, Singapur ist eine Stadt und kein Land. Land, das ist keine Stadt, das ist Land. Nee, es gibt kein Land, das Singapur heißt. Singapur, das ist Land. Nein, Singapur ist ist kein Land. Singapur, das ist auch Stadt und das ist auch Land. Ah ja, okay. So, also Singapur. Und dort gibt es nur eine Behörde, die macht. Und das ist nicht, also die hallo. Fangen wir im Fazit erstmal mit deren Lizenz an. Übermittelt wurde mir die angebliche Lizenz der CAC. Diese Lizenz ist wie folgt beschrieben. Command and Control, CAC-Regulierung, kann definiert werden als die direkte Regulierung einer Branche oder Aktivität durch Gesetze, die festlegen, was erlaubt und was illegal ist. Fakt ist aber, dass es in Singapur nur eine Behörde gibt, die lizenziert. Und das ist die Monetary Authority of Singapore. Also wieder einmal der Versuch, mit einer Fake-Lizenz die Opfer zum Einzahlen zu bewegen. Nun noch einige Informationen über Singapur, das natürlich nicht zu China gehört. 1867 wurde Singapur zur britischen Kolonie, bevor sie sich ab 1959 selbst verwaltete. Dann folgte der Zusammenschluss mit Malaysia, bevor 1965 Singapur zum eigenen Stadtstaat wurde. Singapur wurde zur Wirtschaftsmacht, was vielleicht auch an der Einparteienherrschaft liegen mag, in der es kaum politische oder persönliche Freiheiten für die Menschen gibt. Am Dialekt der Betrüger hörte man, dass die weder Österreichisch noch die Landessprachen Singapurs sprechen. Die da wären Malaiisch, Mandarin, Tamil oder Englisch. Das war's also für heute. Ich denke, ihr habt genug Informationen bekommen. Ihr wisst, was diese Firma im Endeffekt will. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Bleibt gesund und fit, bleibt neugierig und bleibt mir gewogen. Bis die Tage, euer Callcenter-Crasher.